Ja, es ist, wie gesagt, sicherlich nicht die einfachste Phase meines Lebens, aber genauso solche Dinge gehören leider Gottes zum Leben dazu. Man muss damit auch dann lernen und wie gesagt, wahrscheinlich reift man auch bei solchen Dingen sehr. Es ist sicherlich ein Prozess, was ich gerne erst später gemacht hätte. Wie gesagt, der Papa war noch ziemlich jung, ich bin auch glaube ich, ziemlich jung auch noch, um sowas zu erfahren, aber solche Dinge kann man sich eben nicht aussuchen, wann es dann soweit sein sollte. Und ich habe immerhin die Möglichkeit gehabt, mich von ihm verabschieden zu können. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist, wie gesagt, weil die Stunden und die Momente, die ich da erlebt habe, die waren zwar ja, fantastisch ist wahrscheinlich das falsche Wort. Ich gebe, glaube ich, nicht das richtige Wort für das, was man dabei empfindet. Aber immerhin konnte ich ihm mitgeben, das, was ich mitgeben wollte, er mir. Wie gesagt, wenn es vielleicht dann ruckzuck passiert, dann hat man da eben nicht die Möglichkeit. Wie gesagt, das werde ich nicht beurteilen können, was besser ist. Aber es ist auf jeden Fall schwer, den Abgang da ihm zu ermöglichen und natürlich für mich das da hinzunehmen. Aber wie gesagt, es gibt Dinge, die man nicht ändern kann und da müssen wir einfach durch. Das war auch irgendwo ein bisschen ein Leitsatz von ihm. Also nütze deine Energie für Dinge, die du ändern kannst. Und das werde ich natürlich machen und werde versuchen, natürlich jetzt aus dieser traurigen Geschichte vielleicht noch einmal auch Kraft zu sammeln und dann halt eben mich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren. Das hätte er genauso gewollt. Das war immerhin immer sein Leben, zuerst als Spieler selber, als Trainer und bei mir auch als Vater natürlich hat er immer das Beste gewollt für mich und für meine Karriere. Und da haben wir eigentlich immer alles gemeinsam geplant. Und ja, wie gesagt, er würde jetzt auch genauso wollen, dass ich hier meinen Weg natürlich weitergehe, versuche eben, wie gesagt, das Beste daraus zu machen, aus den Möglichkeiten, die mir dann wahrscheinlich gegeben werden. Und ja, wie gesagt, genau das werde ich jetzt machen, genau das mir steht jetzt bevor. Es wird nicht einfach sein, aber wie gesagt, da kann man sich eben nicht aussuchen. Das war nie ein Gedanke, dass du abreist vom Turnier? Nein, das war kein Gedanke da und das möchte ich auch natürlich klarstellen. Das ist jetzt nicht aus dem einfachen Grund, weil man vielleicht nicht bei der Familie nahestehen kann, sondern ich habe, wer mich kennt, weiß ganz genau, was ich für ein Mensch bin, dass ich ein Familienmensch bin, dass ich an jeden natürlich geholfen habe, helfen kann, wenn ich helfen kann. Habe das natürlich auch bisher getan, das werde ich auch in Zukunft tun. Und der Grund, warum ich eben nicht abreise, ist halt eben das, weil das eben sein letzter Wunsch gewesen ist und ich weiß ganz genau, dass wenn ich von hier jetzt abreisen würde, dann wäre er der Erste, der wahrscheinlich jetzt vom, wenn es möglich wäre, wäre es ganz nett, wenn er nochmal aufstehen würde und mich wahrscheinlich der schlagen würde, weil er immer eigentlich den Fokus auf meine Karriere gesetzt hat und jeden Tag, was ich hier fehlen würde, wird nur meine Karriere schaden und das würde er nicht wollen und deswegen respektiere ich natürlich seinen letzten Wunsch, werde versuchen eben, wie gesagt, da so gut wie möglich meinen Teil dazu beizutragen, dass der Mannschaft dann gut geht und das ist natürlich dann auch als Dankeschön ein Zeichen für ihn, dass er dann wirklich alles durchgesetzt hat und alles erreicht hat und mir die richtige Nachricht damit gegeben hat.